Oh nein, zuckersüß, Morgen und herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge der zweiten Staffel von Let's Play Aeon. Hey, hey, Leute. Hey, hey. Ja, genau. Oh, lol, was geht denn bei dir ab, Lizzie? Ich kann fliegen. War es so langweilig, dass du eine Schnarchblase machen musstest? Was? Genau. Jo, dann geht's jetzt hier rein. Okay. Ah, jetzt gleich. Mal gucken, ob Moiro seinen Job sofort, als Healer gerecht werden kann. So. Warum sollte ich heilen? Außer mich selber brauche ich jemanden heilen. So. Vorhin, ich und Moiro sind gerade perfekt synchron reingegangen. Ihr seid ja auch ein perfektes Paar. Ja. Hallo, dick und dünn. Oder, wie ging der Spruch? Ja, was? So dick bist du doch nicht, Moon. Hallo, ich bin hier in der Mech drinne. Ich bin ein bisschen dick. Wobei, du hast ein bisschen mehr Fett an den Rippen. Das ist alles Muskelkraft. Das sagen sie alle. Pure Muckis sind das. Und demnächst sagst du, es sind so schwere Knochen. Das auch. Denn ich meine, wenn man so muskulös ist wie... Ups. Alter, jeder plündert mir hier alles weg. Das war keine Absicht. Doch, es war pure Absicht. Da. Und weggebombt. Die! Die! Wieso sterben die denn so schnell? Oh, hier ist noch einer. Ja, während die Looter-Schweine da schon wieder am Klauen sind, lassen sie mich als einzigsten kämpfen hier. Ja, hallo? Du bist doch hier der Damage-Dealer in der Gruppe. Hast du selbst gesagt? Also. Naja, dann ist Lissy aber auch unser Tank. Reicht doch die mal an der Seite an, damit ich die Kiste da looten kann. Ich will die Kiste auch looten. Warte, Moiro, wir können es ganz einfach machen. Maxi, geh hin. Los, Maxi, hin, go, los, los. Welche Kiste denn? Nimm die da. Die zwischen ach so, zwei... Ach so, den Quest brauchst du noch. So, alle haben jetzt anscheinend die Quest. Warte, ich mach mal... Ich hab schon eine. Ey. Ich hab ja noch eine Kiste. Oh, geh doch drauf. Dankeschön. So. Du hast noch eine Kiste. Moiro, ich glaube, Lissy bräuchte eine Heilung. Hey, ich kann sie wiederbeleben, wenn sie stirbt. Boah, was für ein Kamerad. Was ein Gentleman. Ach ja, wenn ja, ich stirb. Was ein Gentleman. Die Gentleman, genau. Ja, ich konnte was looten. Heilung! So, jetzt die Frage, brauchst du die Kisten auch noch? Heilung! Schnauze! Also ich hab gesagt, du sollst mich heilen, Mann! Ich glaube, ich brauch die Kisten gar nicht, oder? Oh, dankeschön. Jetzt bin ich geheilt. Maxi heile ich nicht. Oh, ich Maxi brauch ja auch keine Heilung. Heilung. Doch, der braucht Heilung. Moment, lass ihn mal allein kämpfen. Ich will mal sehen, was passiert. Eben. Die Kiste kann ich gar nicht looten. Hm. Ja, wenn da auch kein Fall drüber ist, kannst du nichts looten. Ja, also an Pullen habt ihr hier eine ganze Menge drauf. Nur weil ich Koreaner bin? Huch. Da sind nur Crap drin. Oh, ich hab die erste Crap-Kiste. Hui, hui. Hey, hey, listen, listen! Hey, listen, hey! Listen! Hey, listen, hey! Was ein perfekter Killstil. Ja. Müssen wir die überhaupt beten? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was ihr hier braucht. Falls ihr überhaupt was braucht. Warnings, glaube ich. So, hier könnte es jetzt ein bisschen schwierig werden. Den müssen wir ganz schnell nehmen, denn Rothorn ist hier bestimmt noch irgendwo. Joa.
Ja, bleib mal hinter mir. Rotan kommt. Es kommt. Es erscheint. Und jetzt ist es da. Wo? Direkt vor uns. Hui! Ja, da noch rein. Hinter Moiro her. Immer auf die Healer. Ja, weil du musst doch die Akku ziehen. Aha. Na? Ich hab halt falsch gelaufen in der wirklich Forum. Das ist die Art des Krieges. Ja, ich nehm alles. Ja, oh ja, ich würfel. Ach man. Oh, 63 hab ich bekommen? Nee, Lizzie. Nee, Scheiße! Scheiße! Ja, 75. Dann würfelt man einmal und dann kriegt man's nicht. Was will denn Lizzie damit eigentlich? Ja, sie kann damit vieles machen. Ah! Hey! Komm mal her! Ja, schön mal. Noch die anderen Mobs geholt. Ja, ich kann's halt. Geh schon mal weiter. Oh, ja. Oh, guck mal, das ist der erste, den ich brauche. Hallo, ich dachte, du bist ein Tank. Ich dachte, dir macht's nichts aus. Nee, Lizzie ist unser Tank. Oh, Entschuldigung. Moiro, wo bist du? Moiro lässt uns alleine. Ja, und lässt mich sterben. Wieso bist du jetzt tot? Tot, Moon? Ja, genau. Weil ich drei Viecher an der Akro hatte. Wow. Ich hatte drei Viecher an der Backe. Warte, ich hab das gerade. Nein, Mann. Scheiße! Warum stirbst du, Maxi? Weil meine Heilung scheinbar zu schlecht war. Zeig mal, was bringt denn die? Regeneriert TP, das Ziel 20 Sekunden lang alle 2 Sekunden um 270. Was ist das denn für ein Rotz? Moiro. Ich bin tot. Ich seh nur Wollknäuel überall. Ja. Ah! Jetzt greift die mich an! Ja. Warum lässt du dir die Akku ziehen? Ja, das wird ein schöner Fail werden hier, schätze ich. Moment, kann ich dich? Ich glaube, nee. Ich habe. Nein, ich nicht. Ja, ich will mich selber verwirren. Moment. Ich helfe dir! So, komm mal her. Überleb du mal in Ruhe, Maxi. Ich zieh die Akro. Na, Maxi kommt da hinten an. Hey, du siehst Ja. Echt jetzt? Oh, das kann noch was werden. Anstatt dass der Healer mal was Gutes macht und jemanden wiederbelebt, der im Gegensatz zu Moon überleben kann. Oh fuck, ich hab den falschen Reich. Oh, das muss ausgerechnet der Damage-Dealer sagen hier. Warte, ich verwandle mal einen Baum. Oh, bleib mal mit denen hier! Ja! Komm mal bitte! Bleib mit denen hier, ich bin fast dort! Komm mal! Hast doch nichts anderes verdient! Moment! So! Maxi, warum benutzt du nicht eigentlich einfach deinen Stein mit Vollnappel, ey? Mein was? Du hast 500 dieser Wiederbelebungsstellen. Ja, damit kann ich aber nur andere wiederbeleben, nicht mich selber. Ja, siehste. Warum hast du dann die ganze Zeit da gelegen, anstatt was zu machen? Weil ich, wie gesagt, nur andere wiederbeleben kann und nicht mich selber. Voll Idiot. Ernsthaft? Oh, lol! Wo ist denn der Baum hin? Oh, da würf ich doch gerne mit. Eben. Wieso? Dein Ernst? Ernsthaft? Ja gut, dann... Nee, ich... Maxi hat. Oh ja, gut, dann Moiro, wenn du es so siehst, dann würfe ich dann bei deinem Dude auch mit. Boah, wow. Hat das mich erschrocken. Wieso werde ich jetzt wieder angegriffen? Du bist der Tank. Ja, du musst die Akro ziehen. Ich hasse euch. Ich hab dich auch lieb. Er ist doch alles tot auf Gegenwart, gell? Das macht unser Team aus. Und ich laufe in Slow Motion. Ich glaube, ich setz mich erstmal in Reichen. Die bewegen sich ja alle zu schnell. Wie soll ich die denn anklicken und heilen? Das ist einfach. Du musst nächstes noch mich beleben. Dann kann ich einfach meine Warnung aktivieren. Und dann kannst du in aller Ruhe alle anderes wieder Ich würde sagen, ich habe Vorrang, weil ich bin weiblich.
Und Ladies first halt, ne? Hallo. Das ist mal der geilste Witz. Na, aber das darf. Wir haben hier Gleichberechtigung. Das darfst du so aber auch nicht sagen, Lizzy, denn dann hat Moiro ja auch Vorrang. Ja, das stimmt. Eben. Egoist. Meine Güte. Komm! Und Katz! Oh Leute, sind ja nicht mal Elite. Und der ist schon wieder sofort am Looten. Oh! Würfeln. Na ja gut, das braucht eh niemand, da kann ich auch würfeln. Eben braucht eh niemand. Ah. 73, hab ich! Da ist ein Boss! Da ist ein Boss! Den hol ich mir! Was? Oh, er ist Boss geil. Maxi ist Boss geil. Natürlich bin ich Boss geil. Ist ein Boss? Nimm den da. So. Alter. Pater. Leder hat niemand von euch, oder? Leder? Nö. Na cool, kann ich dafür auch machen. Ah, na komm. Alter, was ist heute mit meinem Würfelglück? Was ist er mit Lissys Glück? Jetzt schon wieder den höchsten Wert gewürfelt. Ja, du hast wieder die höchsten. Echt? Ja. Lissy, du darfst nicht mehr würfeln. So. Ja, guck mal, ich hab nur eine 3 gewürfelt. Und Moiro hat nur eine 2. Ich bin sogar noch besser als Moiro, was traurig ist. Komm, oh, eine Sache habe ich schon bekommen. Ja, ich noch nicht. Ich will auch was. Wo seid ihr beiden jetzt eigentlich? Wir drücken die Quest. Achso, ihr habt eine Quest? Nach dem Boss gucken. Hier ist eine Quest. Keiner. Schade. Ja, da ist kein Boss mehr. Doch, manchmal ist da einer. Ach echt? Ach, hier oben geht's noch weiter. Oh, ja. Ja, das wusste ich nicht. Ich hab grad auf die Karte auch nicht mehr geguckt. Hab dann auch gesehen, dass da was ist. Oh, und den hast du gepult, also. Du darfst drum kümmern. Ah! Oh, danke schön. Ihr habt die Aufgabe für mich erledigt. Moiro schafft das bestimmt hier. Und wieder weg. Oh, tschüss. Da schaffst du allein, Maxi, oder? Ja, natürlich. Das ist gut. Nee, Moiro, weg. Wieso sollte ich das auch nicht schaffen? Ist nur so eine Vermutung. Da kommen langsam aber auch schon ein paar viele Gegner an. Müsste ich mich sogar noch heilen jetzt. Wo ist Maxi denn? Ich bin hier oben, wo ihr gerade wart. Bei dem Magikal-Golem. Ach so. Ich dachte, du bist mit weggelaufen. Nein, ich bin zu euch zurückgekommen. Weil im Gegensatz zu anderen hier in dieser Gruppe bin ich wenigstens ein... Er opfert sich für das Team, so. Wieso opfern? Weil du nie wieder zurückkommen wirst. Auch nicht? Nee. Okay. Das Let's Play endet schon mit dieser Aufnahme. In dem Maxi komplett stirbt. Ja, allein. Dann hättet ihr aber null Chancen in dieser Welt weiterzuleben. Wir haben mehr Chancen als du. Würde ich so nicht sagen. Also, da ich gerade nicht reagieren kann, dass sie mal wieder zuknallt, ist das nicht gemein. Hier war noch irgendwo ein Boss. Moment. Wo seid denn ihr? Wir sind jetzt in dem Gargoyle-Raum. Ja, da in der Mitte steht doch der Boss. Oder nicht? Den habt ihr scheinbar hier vorne in der Seitendings ist noch ein Boss. Ja, da drinnen. Dorsch. Ich hab ein Level up. Oh, geil. GZ? 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 Oh, ich sterbe gerade. Moiro, ich sterbe. Moiro, Lissy stirbt. Ihr braucht jemanden heilen. Die Zauber brauchen trotzdem ein bisschen zum Wirken. Das finde ich aber auch geil. Lissy, du kannst ruhig öfter sterben. Ich habe jetzt auch nicht hier bekommen. Okay, viel Spaß, Moiro. Viel Spaß. Ja, ciao. So, da unten ist er. Oh Gott.
Hat damit leider nichts zu tun. Ja doch, ich muss ja mitmachen. Nein! Ich hätte fast den Boss angegriffen. Ja. Moiro. Ein Heal wäre ganz angebracht. Bei den Monstern, die du auf unseren Hals geschickt hast. Ich bin tot. Wo bist du denn, Lizzie? Ich hab die ganze Zeit gedacht, da bist du. Oh, ich kann ja nichts dafür, dass Lizzie weggeht von der Gruppe. Ich bin nicht weg, ich wurde weggestoßen, ja? Okay, das ist was anderes. Alter, ich verbrauche hier echt all meine Heals, die ich habe. Hey, ihr müsst doch mal ein bisschen... So, jetzt erstmal looten. Looten und Level. Ja. Dann kann man ja nicht mehr looten, während ihr da kämpft, ey. Wenn man die ganze Zeit euch heilen muss, weil ihr zu blöd seid. Mensch, ja. Menschenskinder hier. Kann ich ihn wenigstens mal anklicken, bevor ihr den da tötet? Nö. Was? Da. Alter, was macht denn der jetzt auch schon wieder für ein Damage? Oh. Alter. Oh, er wurde schon gelootet. Ich hab nur so ein Questkelch bekommen, mehr nicht. Ich Achso, der war auf ein Quest gedacht. Ja, altes Pergament. Ich hab hier nichts mehr zu tun. Ich auch nicht. Ja, die uralte Schatzkiste, damit kann ich nichts machen. Ich muss noch Chromete killen. Oh, was? Was musst du killen? Den Endboss. Ja, ich nicht. Ich durfte ja die Quest nicht weitermachen. Was ich sollte ja unbedingt da hinkommen. Nee, das ist doch nicht der Quest, das ist ein anderer Quest. Du bist der Endboss hier. Nee, ich bin der Endboss Slayer. Anna? Ah. Sicher, dass es da lang geht? Ja, natürlich. Also ich finde ja, das ist da hinten der allerletzte Raum auf der Karte, aber... Na gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, hier runter müssen wir. Hier vorne ist aber auch noch ein Boss. Wo denn? Glaube ich. Hier. Yeah. Oh. Da. Meinst du jetzt die Kotisen? Knutschzwinge. Ah. Die Knutschlinge. Leroy Jenkins! Leroy Jenkins! Oh! Ich muss erstmal wieder ins Game reinkommen. Nein! Und der lootet sofort. Oh, ich würfel mit. Die kann ich sogar gebrauchen. Komm, gleich. Ja! Cool! Nein! Jetzt ist der schon wieder tot. Ah, das passiert zu den Looterschweinen. Ich hab noch nicht mal gelootet. Warte, bleib mal stehen. Mann! Scheiße Leiche! Ja, ich töte! Alter, ich hätte jetzt echt gedacht, dass ihr den anderen Gargoyle da hinten auch noch pullt. Sollen wir den pullen? Braucht ihr jetzt noch irgendwas? Ja, ich könnte mich auch erstmal ausrüsten hier. Der Ring ist besser, das ist gut. Der Ring! Warum kriegt die Leute, ich krieg Leder, Schwerter, alles was ich brauche. Wir haben den Ring verloren und finden die Quittung nicht. Warte mal. Achso. Das ist schwächer. Jetzt wartet doch mal. Ja, ich warte doch. Ja, ich mache einen Freundtanz. Das ist... Ich war zu nah dran! Mach doch! Es geht bei euch ab. Bringst du sie alle noch alle um? Ja komm, Moiro, das schaffst du auch alleine. Okay. Okay. Ich dachte, das schafft er alleine. Du musst eigentlich hin. Da runter? Oh. Ich kann nicht gleiten.
Ich kann nicht gleiten. Ah, wartet Zeit, dass ich neue Skills bekomme. Moiro, du greifst jetzt nicht im Ernst Chromeda an. Dein fucking Ernst? ja, Rip in Peace. Okay. Da helfe ich dir definitiv nicht. Nieder mit der Vernichtung! So, nehmen wir noch den Gargoyle. Oh Gott, das habe ich noch eingepult. Moiro, du stirbst gleich übrigens. Nur so lange mehr. Ist nicht schlimm, aber ist jetzt bei euch, ne? Ja, danke, bei mir vor allen Dingen. Nee, der geht wieder zurück. Der geht wieder zurück zur Ausgangsposition. Hat nichts mit Glück zu tun. Wir können es zu tun. Lizzie, was machst du da eigentlich? Hier hinten steht noch so ein Baum, den müsste man auch bei Gelegenheit mal umbringen. Ein Baum? Baum, man schreitet zur Tat. Warte. Ich kann doch ein Schaf verwandeln. Was ne? Ach so. Krieg ich Gargoyle. Hey Moiro, du lebst ja wieder. Ja. Ja, easy. Nur weil ich euch wiederbeleben kann, heißt es nicht, dass ich mich selber nicht wiederbeleben kann. Oh. Können wir den jetzt... Oh, was, sind, was ist das denn? Ist noch eins. Bei mir hat das Gamecard aufgehangen. Nein! Was? Ja, Maxi ist raus! Oh. So, da war die Aufnahme kurz ein wenig gecrashed, sag ich mal. Aber dann... Kurz ist relativ. Würde ich sagen, gehen wir auf Chromeda, ja? Okay. Hey! Attack! Geht weg. Au, bis dann. Alter, wie viel stun denn die? Ich hab ja zurückgestunt. Wie jeder schon da steht, nur weil er looten will. Diese Schweine. Schrillele! Oh, da. Okay, lieber Gott, bitte sag mir, dass ich mal was Höheres würfel. Ja, die konnte ich sogar gebrauchen. Verdammt! Ah, Mist. Sorry. Was? Weil sie als erstes 48 gewürfelt hat, kriegt sie das? Ja. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab auch 48! Das ist komm, unfair! Ich hab 30. Oh, mi. Schnauze. Warte, weißt du, was das ist? Ihr könnt sie immer noch looten, ne? Der Welt. Chromeda kann immer noch gelootet. Oh Leute, tatsächlich, alles nehmen. Oh, hier plündert jemand anders. Okay, jetzt aber, ups, bitte, Kette. Lieber Gott. Kette, hat irgendjemand von euch Kette? Hat wer von euch Kette? Du hast keine Kette. Nö. Ach, scheiß drauf. Nö. Und was habe ich hier noch bekommen? Sagenhafte Waffenruhe des Richters. Ja, habe ich auch. Ja, ist ja logisch, dass die jeder kriegt. Echt? Ja. LOL, die Waffe ist sogar besser. Hä, nein, ich hab die nicht bekommen. Und dann hast du sie noch nicht gelootet. Ja, dann musst du Prometer looten. Ja. Ich hab eine neue Stangenwaffe. Meine ist besser. Obwohl, oh Gott, die ist ja so warm mit Verzauberung. Moment, ich hab einen neuen Schlüssel bekommen. Mal sehen, wie der aussieht. Braucht jemand einen Plattenhelm? Eine Kette. LOL, hä? Nee, warte mal, der... Jo! Der sieht nice aus. Jo! Ist es bei euch genauso, dass die Waffen, die ihr bekommen habt, schon mit Mana-Steinen verzerrt ist? Ja. LOL, das hab ich auch noch nie gesehen. Ja, bei mir auch. Das ist neu. Moment. Das ist neu. Hauptsächlich bei mir Magieverstärkung. Ah. Ja, dann würde ich sagen, können wir dann jetzt die Folge beenden. Ja, alles klar. Dann, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann König Zugok. Einverstanden? Ja. Also, ich bin dann raus, auf jeden Fall. Ach komm, den schaffen wir locker zu, Fürth. Ja. Ja, sicher. Genauso wie die Truhe, ne? Da, die haben wir auch in Sekunden getötet. Was für eine Truhe? Achso, die, ja. Ich bin jetzt am Anfang die Folge. Okay. Ja, schön looten, ne? Nichts machen und looten, ne? Den können wir wirklich schaffen. Hallo, ich hab die ganze Zeit mitgekämpft. Also, ja, du bist dran vorbeigelaufen. Dein Problem. Lissy und spielen zusammen. Alles klar, ich hab's immer gewusst. Aber wirklich, Moiro, den kann man schaffen.
Du stehst halt nur hinten und heilst und ich, Moon und Lizzie hauen drauf und machen Damage. Ja. Ich dachte, wir schauen zu. Egal, auf alle Fälle bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Moon will von euch natürlich wie immer Daumen hoch und Abos haben, weil er so ein abogeile Bibi ist. Ja, meine lieben Freunde, einfach bitte abonnieren, Daumen hoch und vielleicht dann noch... Daumonieren! Tüdelü. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss! Tschüss!